Heute ist der 29.04.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Wir haben das schon mal übersetzen lassen, weil ich habe es natürlich gerade auf Englisch gesagt, wie man sieht. Tag. Und heute, der 29.04. ist ein schöner, ein besonderer Tag, gerade für uns Kölner, denn am 29.04.1978 wurde der erste FC Köln deutscher Fußballmeister mit einem 5:0-Sieg, während Borussia Mönchengladbach zwar gegen Dortmund 12:0 gewann, aber... 6:0 haben wir gewonnen, bei St. Pauli. Dann gab es trotzdem, hatte Köln das bessere Torverhältnis und es hat nicht gereicht für Gladbach. Aber Köln und Gladbach waren auf Platz 1 und Platz 2 der Bundesliga. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, deshalb schöner Tag. Aber heute ist ja der Tag schlechthin, die Hochzeit. Kate und Billy, William, heiraten heute. Ein historischer Tag, der 29.04. Es gibt noch ein berühmtes Paar, was am 29.04. geheiratet hat, nämlich, ich sag's mal nicht so laut, Adolf Hitler und Eva Braun. Ich persönlich hätte ja dieses Datum jetzt nicht für mich ausgesucht, wenn ich heirate, aber muss ja jeder selber wissen. Wir haben den Tag natürlich zum Anlass genommen und wie man sieht, befinden wir uns ja nicht auf dem Marktplatz im Agnesviertel, sondern wir befinden uns live in London in der Westminster Abbey und ich gehe jetzt einfach mal rum und schaue mal, welche Prominenten denn so da sind. Da drüben kann man schon erkennen die Queen und Prinz Philipp, wie sie die Gäste empfangen. Dann hier drüben, ich glaube da hinten zwischen den Faunfedern kann ich Elton John entdecken, der natürlich gleich auch singen wird. Another Candle in the Wind. Da hinten auch Charles und Camilla. Gerade dabei, die letzten Blumenarrangements umzustecken. Wieder mal weiter. Ich versuche natürlich auch die Promi-Gäste David und Victoria Beckham hier in der Westminster Abbey zu finden. Wir befinden uns jetzt hier schon ganz am Südflügel. Da kommt der Bischof von Canterbury, der gleich die beiden trauen wird. Aber wo sind die Beckhams? Wo sind die Beckhams? Hier, die kaufen sich Fleisch. Die Beckhams kaufen sich Fleisch. Aber das ist alles ganz geradeaus. Mit ein bisschen Glück können wir den indischen Botschafter sehen. Der sich natürlich passend zu Indien in einem bunten Bazar-ähnlichen Alkoven in der Abbey befindet. Hier ist Fergie, die natürlich wieder nicht weiß, was sie anziehen soll, deswegen ihre ganzen Klamotten mitgebracht hat. Mr. Bean ist auch noch da, den habe ich aber noch nicht entdecken können. Und auch den neuen Premierminister Cameron, aber da weiß ich gar nicht, wie der aussieht. Vielleicht können wir ja Tony Blair noch entdecken. Aber egal, wir suchen gleich mal weiter rum. Wir sind natürlich gespannt auf den ersten Kuss gleich von den beiden. Ich schließe so lange mit einem Tipp von meiner Oma. Wenn Queen Elizabeth auf einen zukommt, sagt man Your Royal Highness, I greet you und nicht Tag, Alte. Ja. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, melden Sie sich bei Patch 22 in der Schillingstraße 22. Nächste Woche bin ich wieder aus London zurück. Wenn Sie was zu sagen haben, sag ich es dann dem Viertel jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche. Wenn mag es auch um 12 Uhr am Sudermannplatz. Sonst rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss. Adios. Nee. Bye, bye.